Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiele und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir sind hier an der Stelle angekommen, wo wir erstmal noch das Zelt hier plündern. Also Rastvorräte haben wir nicht genug Absolut. Platz. Das heißt, wir graben jetzt mal Edea aus. Also die Standartenspitze. Die Spitze eines metallischen Objekts ragt aus einem wässrigen Haufen Flussschwamm heraus. Nur der beginnt mit beiden Händen im Schlamm zu graben, bis ihr das Objekt frei bekommen habt. Du umschließt es mit deiner Hand und ziehst es aus der nassen Erde. Das Objekt besteht aus einem stehenden halbrunden Rahmen, ungefähr so groß wie deine Faust. In gleichmäßigen Abständen ragen aus dem Halbrund gezackte Spitzen heraus, die wie die Zunge einer Flamme aussehen. Die Strahlen einer aufgehenden Sonne. Im Mittelpunkt der Sonne befindet sich die eingravierte Silhouette einer Vorlasspflanze. I've seen these before. They top the standards of Raid Ceres. Or did when Wideman was alive. Well, it's something. Just not sure what it gets me. So was habe ich schon mal gesehen. Sie werden auf der Spitze der Standarten von Raid Ceres befestigt. Oder wenigstens war das so, als Weifel noch am Leben war. Er nimmt dir den Gegenstand ab und betrachtet ihn, wobei er ihn in seiner Hand immer wieder umdreht. Naja, wenigstens etwas. Ich weiß nur nicht, was es mir bringen wird. Vertrauende Mutter zeigen. Meinst du, du kannst mir damit helfen? Schau mal, ich finde es ja gut, dass du die Initiative ergreifst, aber ich glaube, die Chancen stehen eher schlecht, dass die nette fremde Dame tatsächlich ein Medium ist. Die trauernde Mutter blickt dich an. Ich werde tun, was ich kann, aber ich werde die Fähigkeiten des Wächters brauchen, um meine eigenen zu ergänzen. Um die Seele zu identifizieren, welche ihre Spuren gefunden habe. Sie wendet sich mit ausgestreckter Hand Edea zu. Edea reicht dir die stählerne Sonne. Die Bewegung ist mechanisch unbewusst. Die trauernde Mutter nimmt die Sonne in eine Hand und deine in die andere. Du spürst ihre Gegenwart in deinem Verstand. Ihre Gedanken fordern dich auf, dich zu entspannen. Konzentrier dich, sagt sie, und die Worte dröhnen und hallen wieder wie in einer endlosen Schlucht. Du schließt deine Augen und konzentrierst dich. Die Sonne strahlt vor deinem geistigen Auge warm vom Puls der kollektiven Erfahrung und laut mit den Gedanken der Vergangenheit. Über die Schlacht, über den Glauben, über die Heimat. Du treibst von Stimme zu Stimme, von Gedanke zu Gedanke, mit Edeas Seele als leuchtender Signatur, um seinen Bruder zu finden. Unter den lärmenden, unverschämten und ernsthaften Stimmen fällt dir eine auf, die zwar ein wenig heller als die von Edea ist, aber unverkennbar dieselbe Struktur hat. Du hast zwar kein Bild des Besitzers, aber seine Reise ist in den Spitzen und Kurven der Strahlsonne eingeprägt. In deinem Verstand stellt sie sich als Weg dar, der sich in südlicher Richtung nach Goldtal und in nördlicher Richtung über das weilige Gelände erstreckt, das den Dürrwald mit Rizeres verbindet. Du verfolgst den Weg zurück zu seinem Ursprung. Dabei gehst du so weit zurück wie möglich, gleitest über Eben und Hänge zu einem Haus mit nur einem Zimmer in Goldtal, mit Strohdach und Erdboden. Der Weg ist hier schwach und aufgrund der zeitlichen Entfernung sind die Bilder verschwommen und die Einzelheiten kaum zu erkennen. Von Goldtal folgt er einer Straße zur Matmarbrücke und erreicht die Tore von Trutzbucht, bevor er abrupt in nördliche Richtung abbiegt und auf der kürzesten Strecke nach Rizeres führt. Der Weg führt zu einer rizeranischen Stadt, die majestätisch und streng im edirischen kaiserlichen Stil gehalten ist. Er windet sich durch die Straßen und erklimmt prachtvolle Treppenstufen, die in ein stattliches Gebäude führen, wobei er auf dem Weg in einen vermeintlichen Thronsaal spitz zulaufende Torbögen durchquert. Auf dem Thron sitzt ein Mann, dessen Kopf aus reinem blendenden Licht besteht, und als er dir seinen Blick zuwendet, überstrahlt das Licht alles andere. Der Stimme wohnt die Wucht des Donners inne, aber in dem Abdruck, der voller Echos ist, kannst du die Worte unmöglich verstehen. Die Stimme und das Licht verblassen und der Weg nimmt eine entgegengesetzte Biegung. Er führt dich eine Kaserne entlang und dann wieder nach Süden. Wobei es auf dem Marsch in den Dürrwald immer wieder zu Scharmützeln kommt. Auf einem Schlachtfeld
ist der Abdruck sehr anschaulich und du kannst eine mercianische Standarte sehen, auf der sich eine Stahlsonne befindet und die von den Händen eines gefallenen Soldaten umklammert wird. Du siehst einen jungen Mann in mercianischer Rüstung mit der strohfarbenem Haar auf die Standarte zurennen und sie aufheben. Der Weg, dem du gefolgt bist, ist unter seinen Füßen deutlich zu sehen und als seine Hand die Stahlspitze streift, kannst du seine Gedanken hören, die sich in einem verschwommenen Durcheinander um seinen Gott, sein Land und einen Bruder drehen, von dem er hofft, dass er weit von diesem Ort entfernt ist. Einen Augenblick später sind die Gedanken wie auch der Mann selbst verschwunden und die Standarte wird an einen anderen Soldaten weitergereicht. Du greifst den Weg wieder auf, als er nach Süden schlängelt und schließlich im Schatten von Kliaban Relak verschwindet. Du öffnest die Augen. Anything? Looks like you were working real hard there. Und du sagst so, als ob du dich wirklich sehr anstrengen würdest. Dein Bruder ist bis nach Trutzburg gekommen, bevor er stattdessen nach Viserys gegangen ist. Dort hat er Whitewen getroffen und dann hat er sich verpflichtet. Well, what did he talk about with Whitewen? Edeas Augen weiten sich. Über was hat er mit Whitewen gesprochen? Whitewens Kopf war ein Lichtstrahl. I figured that. Roden and me had heard enough stories from his uprising to know it wasn't just some tall tale. Doesn't mean he was Aethys. It could have been some wizard's trick. It's what they talked about that's important. What'd they say? Habe ich mir gedacht, Woden und ich hatten genügend Geschichten über seinen Aufstieg gehört, um zu wissen, dass es sich nicht um irgendein Märchen handelte. Heißt aber nicht, dass er Eotos war. Hätte auch ein Zaubertrick sein können. Wichtig ist das, worüber sie gesprochen haben. Was haben sie gesagt? Ich weiß es leider nicht. That's not funny. Come on. That metal sun, my brother touched it. You saw where he went. Now what'd he talk about with Whitewen? Why'd my brother fight for Raed Saris? Der runzelt die Stirn. Das ist nicht lustig. Ich bitte dich. Diese metalle Sonne, mein Bruder hat sie berührt. Du hast gesehen, wohin er gegangen ist. Also über was hat er mit Whitewen gesprochen? Warum hat mein Bruder für Rezeres gekämpft? Ich weiß es nicht. Bist du taub? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich könnte dir etwas Besseres erzählen. I guess that's it. Edeas lässt seinen Mund hängen und seine Augen wirken glasig. Seine Stirn ist zwischen den Augenbrauen in Falten gelegt. Er zieht seine Unterlippe hinter seine Zähne zurück. Seine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. Das war's wohl. Wir werden auf einem anderen Weg den Grund für seine Taten herausfinden. I don't think we will. What will we do? Look for more war relics? We were lucky to find this one. Soldiers that fought with him are long dead. The battle was a massacre. Whatever Aethys knows, he's not talking to anyone. Ich glaube nicht, dass wir das werden. Edeas Gesichtsausdruck ist jetzt leblos und trist wie Asche. Was sollten wir denn tun? Nach weiteren Kriegsreliquien suchen? Wir hatten schon Glück, diese zu finden. Die Soldaten, die an seiner Seite kämpften, sind schon lange tot. Die Schlacht war ein Massaker. Und was Eotas auch immer weiß, er spricht zu niemandem. Wir müssen nicht mehr hier warten. Ich habe, was ich brauche. Oh, würde es nur Worte geben, um solch Leere zu füllen? Oder besser noch, ihm seine Zweifel, seine Fragen zu nehmen? Ich bereue es, dass meine Antworten seinen Schmerz nur noch vertieft haben. Ja. Wir haben Fragmente eines zertrümmernden Glaubens abgeschlossen. Ja. Edea gibt zu, dass er sich nicht sicher ist, nach was genau er hier sucht. Er hofft, eine Spur der Gegenwart seines Bruders zu finden, die ihm einen Hinweis darauf geben könnte, warum sein Bruder für Rezeres gekämpft hat. Wir konnten bestätigen, dass Edeas Bruder Woden für Rezeres kämpfte und vor seinen Verpflichtungen sogar Whitewen getroffen hat. Seine tatsächlichen Gründe dafür sind aber nicht erhalten. Wahrscheinlich wird Edea nie erfahren, was sein Bruder zum Fahnenwechsel bewegte. Ja.
So, das heißt, wir gehen jetzt über diese Spalte. Vor dir liegt die Ruine einer Brücke. Der Großteil davon scheint vor Jahrhunderten vom Fluss in den Fluss gestürzt zu sein. Alles, was von ihr übrig ist, sind zwei zerklüftete Felsvorsprünge zu beiden Seiten des Wassers. Auf der gegenüberliegenden Seite siehst du einen Weg, der tief in den Berg hineinführt. Du bist eventuell in der Lage, die Kluft zu überspringen. Auf die andere Seite springen. Du überspringst die Kluft ohne Zwischenfälle. So, dann ist die Frage, was wir hier drin finden werden. Wobei ich das ja eigentlich so größtenteils weiß. Ich weiß nur nicht mehr, was für Gegner hier drin gewartet haben. Ich weiß nur, dass es hier drin auch wieder relativ groß war. Ach, Trolle. My thoughts will be as silent as my feet. Mehr Trolle und schwarze Schlacke. Okay. Stand together. Schwarze Schlacke ist nun wirklich kein Gegner. My thoughts will be as silent as my feet. Die Wilden sammelten sich mit ihren Pfeilen, Schwertern und Speeren an den Toren und sehnten sich nach Eroberung und Plünderung. Ihre Häuptlinge und Krieger hatten weder Furcht vor der Rache der Götter noch vor der Rache ihrer Feinde. Der Tod würde sie eine Würde für sie keine Strafe sein. Mhm. Okay, ein paar Sumpflaurer. Oh, und Sumpfschleim. Your thoughts must be. Ja, scheinbar. Okay, du lässt mal deine Angriffsbindung, heil dich mal und dann verwandle dich in den Stelgier. So. I'm here. My thoughts will be as silent as my feet. Wieder riesige Spinnenweben mit Zeug drin. Okay, wieder ein Sumpflaurer. Dann ist man nur einer. Das sind mittlerweile auch keine Gegner mehr, die wir ernst nehmen müssen. Stay out of sight. Look there. Ah.
Chefrolle. Okay, korrumpierte Druiden und so, da wollen wir erstmal noch nicht hin. Mal gucken, wo der andere Weg hinführt. Also der führt schon mal zu nichts Gutem.